drei Hörnchen auf. Und da schneide ich etwas Graubrot auf und schmiere mir dick Butter drauf und Leberwurst und schmier dünn Margarine drauf und etwas Kräuterpaste und reichlich Gorgonzola. Und keinen Gorgonzola, so dann greif ich zum Pfirsich, den schneide ich in Stücke und haue massig Sahne drauf. Und mache einen Joghurt auf und tu ihn auf den Pfirsich und reichlich Gorgonzola. Und keinen Gorgonzola. Und 20 Löffel Müsli. Und einen Löffel Müsli. Dann freue ich mich auf Mittag. Da brat ich einen Tofu auf und tue reichlich Sprossen drauf und jede Menge Kleie. Das esse ich, weil es sein muss, und freue mich aufs Abendbrot. Da gibt's ein Riesenschnitzel. Da gibt's ein kleines Schnitzel. Da gibt es gar kein Schnitzel. Da mach ich einen Bratling warm und tu dick Mayonnaise drauf. Und drei, vier Spiegeleier. Und reichlich Gorgonzola. Und schütt es in den Lokus. Dann drücke ich die Spülung und freu mich auf den Nachtisch. Da trinke ich vom Feinsten und stillsten Wasser, das es gibt. Sodann wird ein Versuch geübt. Wie viel vom schweren roten Wein geht in den Durchschnittsmann hinein. Wenn der dabei im Schmalztopf wühlt, sich grad wie Gott in Frankreich fühlt, fünf Eisbein mit 10 Bierchen kühlt und die mit Schnäpsen runterspült und reichlich Gorgonzola. Das will ich ausprobieren, und sollt ich dran krepieren, dann hab ich meine letzte Nacht zumindest lustvoll. Zumindest
weiter. Zumindest spannend. Zumindest nahrhaft zugebracht. Das war von Robert Garnert das Diätlied mit Ohrfeigenbegleitung. Alaaf.